Das Ganze passiert dann eben genauso für die Haustüren. Bei den Haustüren wird ähnlich wie dann auch bei den Innentüren ausgegeben, wenn sie zwischen verschiedenen Räumen, gerade bei den Nebeneingangstüren sind, zwischen welchen Räumen sie sind, Haustürseitenteile, Garagentore, etc. Und dann kommen eben die Innentüren, bei denen ihnen ausgegeben wird, zwischen welchen Räumen liegen sie. Sie sehen das hier zum Keller, eben als Beispiel auch zwischen Diele und Keller 2. Diele ist beheizt. Dass Sie eben sehen, aha, dort wurde auch die Zulage entsprechend für die Klimaschutztüren automatisch entsprechend berechnet. So. Wir sehen dann auch noch, dass bei den Türen es Ausgaben gibt, die sagen, in was für eine Wandstärke ist diese Tür eingebaut worden. Das ist so ein Beispiel für den Part, wo ich gesagt habe, wir haben die Kalkulation umgestellt und erweitert. Es ist bei den Innentüren schon seit etlichen Jahren so, dass die Zargenstärke bei fast allen Anbietern nicht mehr preisrelevant ist, ne? Sondern die Berechnung eben Zargenstärken übergreifend passiert, aber eben für die Bestellung muss ich wissen, was ist es für eine Zargenstärke. Das heißt also, wir haben hier einfach eine entsprechende Position, Anführungszeichen, eingebaut, ergänzt, die keine Preisfunktion hat, die nur dafür da ist, dass eben in der Bauelementeliste diese Zusatzinformationen ausgegeben werden. Jetzt könnte der eine oder andere sagen, naja, wenn ich Bestellliste haben möchte, dann bedeutet es ja auch, dass ich zum Beispiel eben bei den Fenstern sagen muss, was ist es denn jetzt für ein Anschlag, was ist der Vorzugsflügel und so weiter und so fort. Und hier kommt jetzt der Punkt, warum wir sagen, das sind Bauelemente, Listen, die für die Bestelllisten vorbereitet sind. Im Moment haben wir Ihnen diese Ausgabe hier in die Elementliste nicht mit reingebaut. Wenn Sie sagen, Sie möchten das Ganze allerdings haben, ist das exakt genauso, wie wir es eben bei den Innentüren beispielhaft schon gemacht haben, lediglich eine, ich sage es jetzt mal technisch, prozentuale Aufschlagsposition für Anschlag links, für Anschlag rechts und so weiter und so fort, die eben keine Preisfunktion hat, die Ihnen aber eben für diese Elemente diese Ausgabe eben mit ermöglichen würde. Deswegen Basisidee, über dieses Set sehen Sie schon mal, was ist möglich. Es kann entsprechend erweitert werden. Die Anschläge haben wir in die Elemente deswegen nicht mit reingenommen, weil theoretisch bei den Holzbaukollegen so etwas später im Holzbauprogramm passiert. Übergabe an die Holzbauprogramme passiert in der Regel über eine IFC-Schnittstelle mit Hilfe des 3D-Konfigurators. Und bei den Massivbauern im Zuge der Werkplanung, diejenigen, die sagen, sie wollen es trotzdem aus VI ausmachen, diese Listenausgaben schon eben auch mit diesen Anschlägen. Kein Thema, bitte auf den Coach zugehen. Diese Änderungen sind entsprechend mit einem recht überschaubaren Aufwand hier entsprechend mit einzubinden und, wie gesagt, werden automatisch ausgegeben, wenn die Berechnung einer bestimmten Konfession entsprechen. Wie das ganz genau geht, zeige ich Ihnen gleich. Wie gesagt, einmal Innentüren nochmal zu Ende nach unten entsprechend gezeigt. So. Wir haben damit diese Anführungszeichen, Bauelementlisten oder Vorbereitungen für Bauelementbestelllisten in der Kalkulation mit drin. Ich habe gesagt, die Dokumente werden Ihnen auch installiert, wenn Sie eine firmenspezifisch angepasste Kalkulation oder eine Kalkulation mit Grundeinrichtung haben. Diese Dokumente einfach einbinden, bringt Ihnen in dem Falle nicht den gewünschten Effekt. Hier ist noch etwas mehr an Aufwand nötig. Das würde also bedeuten, wenn Sie sagen, das ist ein spannendes Thema, bitte einfach mal auf Ihren entsprechenden Coach zugehen. Ich möchte Ihnen ganz kurz zeigen, wo der Unterschied liegt. Wenn wir in der Masterkalkulation einmal in die Berechnung reingehen, dann mache ich einmal eins, ich gehe einfach nur mal auf Positionen bearbeiten und gehe in dem Falle einmal beispielhaft auf die Fenster- und Terrassentüren. Und es ist eben so, dass bei den Fenster- und Terrassentüren die Berechnungen, ich gehe mal auf die Sonderverglasung als Beispiel, wenn Sie sich das bei sich in angepassten Kalkulationen anschauen, dann werden Sie feststellen, dass diese ganzen Verglasungsberechnungen, ist wie gesagt dafür ein schönes Beispiel, dass diese ganzen Verglasungsberechnungen bei Ihnen hier unten diesen Bezug für Einzelberechnungen nicht haben und in den Formeln oben, ich markiere es mal für Sie ganz kurz, dieses Thema Element-ID auch nicht ersichtlich ist. Und das ist das, was eben die Veränderung wäre, die man hier vornehmen müsste. Man müsste eben bei den Informationen, bitte Achtung, bei den Informationen, die Sie in der Fensterelementliste ausgegeben haben möchten, nicht zwingend bei allen, sondern wirklich nur bei denen, die Sie ausgegeben haben möchten, die Berechnung einmal
aus einer normalen Summenberechnung.